Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Sacred Gold hier in der Kampagne Underworld, nicht mehr Ankaria. Gucken wir mal, das Hadouk-Dorf. Ich renne ja wieder durch alle Gegner durch. Und wenn ich mal Bock habe, kämpfe ich mal wieder gegen alle. Hab ich Bock? Ah, jetzt habe ich mal Bock, gegen alle zu kämpfen wieder. Die Animation dauert immer nur so wahnsinnig lange. Damit macht er auch, weiß ich nicht, so ein paar tausend Damage jedes Mal mit ihrem Attack. Hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Zündet mehr. Meine Güte, machen hier einen Schaden. Energieblitze. Her damit. Ein bisschen davon wollen die schon. Braucht nur einfach nur noch wahnsinnig viel. 154.900. Ja, exakt. Oh, hier sind die Minen. Finde und töte Skrak. Wieder neue Gegner. Tödlicher Fürstengardist. Sind das Skelette? Ne, sind Dämonen. Ich brauche ein bisschen mehr Abklingzeit auf meiner Attacke. Und ich habe jetzt mal irgendwie so eine Chance. Chancebetreffer von Gold von Gegner zu halten. Plus 2%. Will ich gar nicht. Stachelalb. Ist es dann ernst? Mich schon wieder böse. Sakara Priester lässt grüßen, ne? Aber diese erst noch nach dem Mage. Ich glaube, erst war sie gewesen. Nee, sind die Magier. Ernsthaft. Wie viele Sekunden hat das Ding? 12,2 Sekunden Cooldown. Das geht gar nicht. Viel zu hoch. Hat weniger zu sein. Na, wen treffe ich denn hier so alles? Zu viele von denen da. Level 40. Ich bin einfach völlig falsch. Ich komme auch gar nicht weiter. Also noch weiter außen wahrscheinlich. Elite Stachelalf. Alter, sind hier viele Gegner. So viele gehen und so viele ekelhafte Magier. Dein Blut reinigt deine Verkommen. Ich glaube, ich laufe in die völlig falsche Richtung. Na, hier unten geht's lang. Ich hoffe mal, wo ich hier lang laufe, ist richtig. Dann können wir den Boss gleich mal töten. Dein Blut reinigt deine Heide.
Den Boss kann man mitnehmen. Das war so leicht. Mhm. 133 Gegner schon gekillt. Ich kämpfe aber nur gegen die, die mich festhalten können. Alter, na ernst, wie gehen die denn bitte ab? Die haben da richtig Damage. Heiltränke sollte ich auf jeden Fall alle mitnehmen, ja. Und ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, ob ich überhaupt richtig bin oder ob ich völlig falsch laufe. Lichtschild. Neuschutz gegen Fernkampfwaffen. Ich würde 17 Schaden mehr machen pro Sekunde wahrscheinlich, wenn ich Himmelssäulen einmal aufrüsten würde. Und es macht ja doch schon ganz gut Damage. Büßeborn, erflehe Vergebung. Dort rennt Fleisch, sagen die. Ja, jetzt die Frage, wo lang? Oben oder da rechts weiter? Schlagen die Typen schnell zu. Keine Ahnung. Ich bin völlig verkehrt, glaube ich. Ich habe keinen Plan, wo ich hier langlaufe, ganz ehrlich. Ich weiß es nicht. Mann, ich habe auch keine Lust, irgendwo hier lang zu latschen. Ich bin schon richtig gewesen. Irgendwo lang zu latschen und dann völlig falsch zu sein. Auf jeden Fall hat sich die Richtung aktualisiert. Keine Ahnung, wo genau ich hier bin. Reiki. Hi, riesige Dämonenspinne. Du bist aber klein. Machst du Damage? Ja, 316. Ist ganz ordentlich. Hör auf, wegzurennen. What the fuck? Zerplatzt.
einfach in Konfetti aufgelöst. Und 5000 Erfahrung gebracht. Das war recht close gewesen. Ich war kurz vorm Abnippeln. Ich muss irgendwo da unten lang. Ich laufe mal in die Richtung. Hab ja bisher auch noch nicht ein Ziel gesehen. So einen Namen oder sowas. Ich dachte, da unten ist was. Irgendwas mit Werk. Ein Bergwerk wahrscheinlich. Jo. Das Bergwerk. Mir kommen Spinnen hinterher. Ich habe gar keinen Trefferwert mehr auf die Viecher. 63% angeblich, aber gefühlt treffe ich nicht so oft. Das sind Kokons, das ist ekelhaft. Vermutlich wird eine Spinne der Endgegner sein hier. Oder der Bossgegner in dem Dungeon. Da hängt irgendwie einer an der Wand fest. Sadistische Gespielen. Vielleicht wieder ein Level ab. Und du willst mir sagen, dass ich, okay, 41% Trefferchance klingt schon realistischer. ...5500 Erfahrung nur noch, also nach den beiden Gegnern hier, oder nach den drei Gegnern. Level up! Konzentration. Wollte ich 5% Angriff dazu bekommen, 3%. Ah, hier ist auch so. Sehr gut. Wieder ein Level. Level 35 mittlerweile. Und bis Level 10 werden Leute jetzt instant getötet anscheinend. Muss ich auch mal testen. Das mit dem Gegner sterben bei Blickkontakt. Das konnte ich bisher noch nicht, oder habe ich bisher noch nicht getestet. Ey, die blocken ja alles, what the fuck? Was ist denn für Lappen?
Vergebung, Heide. Heide. Ich lock mal wieder ein paar an. Und wenn es sich lohnt, so anzugreifen, wieder. Oh, hier unten würde es sich lohnen. Alle Skills nutzen, die ich habe. Hier werde ich tapfer kämpfen. So ein paar Level höher die Säulen und die wird schon ganz ordentlich drücken an Damage. Subkan. Was Subkarius Krack. Gut, dann werden wir wieder ein paar anlocken. Ja, die machen echt krassen Damage. Die Stachelalp machen so krassen Schaden. Nicht das mitnehmen, das ist doch Müll. Subkaris Krak. Okay. Cooler Skill. Muss man hier lassen. Ich hätte mich fast getötet. Gut, dass ich noch ein paar Heiltränke dabei habe. Er vergiftet mich auch krass, ne? Holy shit, 56 Gift pro Tick. Ich hätte leider gerne meine Combo eingesetzt, aber leider war ich zu spät ready. Mal alles mitnehmen. Nehmt die Glyph und geht durch den Teleporter. Ja. Das war's mit Sacred. Ich kann nicht weitermachen. Ich habe gespeichert und beim Speichern habe ich einen Bluescreen bekommen durch Sacred wahrscheinlich wieder mal. Und seitdem, oder da hat es den Bierstand zerschossen. Wenn ich ihn laden möchte, stürzt das Spiel ab. Gut. Dann war es das gewesen mit Sacred, dem Let's Play davon. Ist schade, aber ich werde jetzt nicht von hier nochmal alles von vorne machen. Kannst du knicken. Das ist ja irgendwo ein Autosave, irgendwo einen besonderen. Warte mal, hier haben wir noch was. Ach, Gott sei Dank. Ist doch noch nicht gewesen. So, welches Portal? Huch! Ein Sakara-Dämon, schon wieder einer? Warum? Aber diesmal bin ich schwächer als, glaube ich zumindest. Dieses Spiel macht mich sowas von wahnsinnig. Alter, weh, jetzt kommt wieder so ein scheiß Videosequenz, dann raste ich aus. Ach, endlich raus aus diesem Käfig. Rede mit Valor. Es gibt ein zweites Portal, gleich jenem, welches ihr gerade verschlossen habt. Geht und findet es. Vilja, den Göttern sei Dank, du bist wohlauf. Du musst auf der Stelle fort von hier.
Solange du in der Unterwelt weilst, wird Andukar nichts unversucht lassen, dich wieder in seine Klauen zu bekommen. Geht in die Stadt Purgatori und sprecht mit dem Darezianer Ashanti. Der Weg dorthin ist lang und voller Gefahren. Und ich vermag nicht zu sagen, was klüger ist. Soll Vilja mit euch gehen oder hier in meiner Obhut verweilen, um euch später zum Tor zu folgen, sobald ihr herausgefunden habt, wo es ist? Die Entscheidung liegt bei euch. Soll die Prinzessin euch auf eurem Weg begleiten oder nicht? Sprecht rasch, die Zeit ist knapp. Ganz knicken, wie will ich da nicht haben? Findet Ashanti und redet mit ihm. Ich bin wieder raus. Jetzt muss ich da hinten hin, da wo ich eigentlich schon gewesen bin. Hier muss ich eine Abzweigung nehmen. Gut, meine lieben Freunde. Aber wir machen erstmal eine ganz kurze kleine Pause. Ich brauche auch den ganzen Schock erstmal ein wenig Pause von Sacred. Achso, da kann man ein bisschen was wegschmeißen noch. Guter Damage. 353 bis 430. Aber hier habe ich Widerstand plus 3, ja. Ich verliere Damage. Lass mal. Weg damit. Ah, die Waffe sieht geil aus. Treffende Schneide der Wucht. 393 bis 504 Schaden. Die sieht aber ganz gut aus. Ja, hier würde ich Damage dazu kriegen. Auf jeden Fall. Kann man lassen. Schuhe kommen weg. Das kommt weg. Und Umschlag lernen wir noch. Und ja. Jetzt haben wir eine ganz kurze kleine Pause. Wie gesagt, auf den Schreck brauche ich Pause von Sacred. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ernsthaft, hast du es mitgenommen? Ich hasse dich, Seraphim. Bis dahin. Ciao, Leute.